Viele Grüße aus Brüssel übersende ich Ihnen nach den Iran heute. Nicht nur Iran, auch Aserbaidschan und Kasachstan. Aber meine Gedanken sind natürlich beim Iran. In diesen Ländern wird in diesen Tagen das Nowruz Mubarak-Fest gefeiert. Nowruz, ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche, Nowruz Mubarak-Fest ist Winterende, Frühlingsanfang, das sogenannte Frühlingsfest, was im Jahre 2009 die UNESCO bereits als Weltkulturerbe mit aufgenommen hat. Ein Fest, das 300 Millionen Menschen auf dieser Erde feiern, seit gut 3000 Jahren, also ein altes Brauchtumsfest. Gerade im Iran von besonderer Bedeutung, denn nach der iranischen Mythologie ist es auch ein Fest gegen Unterdrückung. Und das ist im Iran gerade in diesen Jahren angesagt. Die Zehntausenden von Todesopfern, die hingerichtet worden sind in diesem Regime, sind nicht vergessen und werden auch nicht vergessen. Und dieses Fest erinnert natürlich an diese Opfer. Und ich wünsche den Iran so sehr, dass sie aus eigener Kraft heraus eine Zeitenwende schaffen, einen Regierungswechsel schaffen, hin zu einem demokratischen Staat. Der Weg ist hart und steinig. Und viele Menschen sind aber bereit, ihn zu gehen. Gerade die tapferen Frauen im Iran zeigen immer wieder durch Demonstrationen, dass sie bereit sind, für Freiheit und Frieden einzustehen. Und sie wollen diese Zeitenwende im Land herbeiführen. Je eher, umso besser. Meine herzlichen Grüße in den Iran anlässlich des Nowruz Mubarak-Fest. Ihr Helmut Goyking.